Hallo, ich sitze da in der Boxengasse am Red Bull Ring. Und wer ist bei mir? Benjamin. Der Benjamin. Ja. Machst du auch so einen Sitzer? Ja, siehst du, hat einen Lohnbruder dort. Und es ist genau ziemlich ein Jahr her, da bin ich da schwer gestürzt. Genau dort hinten oben, erste Kurve am Red Bull Ring. Und das hat ziemlich einiges verändert in meinem Leben. Ja. Polizei? Ja, Polizei ist es nicht, das sind die Streckenposten. Und was soll ich sagen, ich bin jetzt mit der Yamaha Riding Akademie da. Wir haben einen fantastischen Event da. Ich bin auch am ersten Tag so knappe 20 Runden gefahren und es ist schon viel besser gegangen, als wie noch vor einem Monat, wie ich mal in Brünn versucht habe zu fahren. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sagen könnte, ich kann uneingeschränkt fahren. Der linke Arm und das linke Bein beeinträchtigt mich ein wenig und somit kann ich auch nicht richtig die Position verändern am Motorrad. Und ja, ich sag's gleich wie es ist, das war's. Das war's mit dem Rennen fahren. Ich wollte nur noch heuer das Macau-Rennen fahren, aber so wie es der Körper erholt sich und es wird alles wieder perfekt, aber mit dem Rennfahren wäre das im Moment verantwortungslos, das zu machen, und somit hat sich das Kapitel in meinem Leben erledigt. Nichtsdestotrotz möchte ich nach Macau fahren, ich möchte Fanreise machen, ich möchte auf die Isle of Man, ich möchte dort die Fanreisen machen, ich möchte euch begleiten und euch meine Welt zeigen. Und der Benjamin hat was zum Sagen. Was willst du sagen, Benjamin? Musst du weg? Ja. Nein, da bleibst du nur da. Wer hat das zeichnet? Wer das zeichnet hat? Was denn zeichnet, Benjamin? Da, da hat keiner zeichnet, das sind schwarze Striche von den Autos, wenn sie da bremst haben. Gell? Ja, und ich möchte möglichst viel weitergeben von der wunderbaren Welt Motorsport, die wir haben. Ich freue mich sehr darauf, dass ich bald wieder voll im Einsatz sein kann als Instruktor bei der Yamaha Riding Akademie. Also, und wir haben ja fantastische Instruktoren da. Wir haben jetzt zum Beispiel den Marvin Fritz da gehabt, den Robin Mulhauser. Es ist unglaublich, was da geboten wird, die Leute, und was für Freude sie haben alle. Und ich möchte auch weiterhin eine Freude haben am Motorsport und am Motorradrennsport vor allem. Also ihr werdet sicher weiterhin von mir hören und sehen. Und was natürlich auch ist, ist der Film. Der Film ist voll im Gange und ich bin heute Nachmittag, mache ich ein Interview mit Andy Mecklau und mit dem Dr. Huber, der mich damals da verarztet hat. Tschüss, Benjamin! Die zwei, jetzt können wir aufstehen. Die zwei waren ja als Erster auf der Unfallstelle letztes Mal und haben mich. Ah, jetzt kommt er wieder. Und haben mich so schnell so repariert, dass nichts Gröberes passiert ist. Ja, so weit, so gut. Also, ihr hört es wieder von mir. Genießt noch ein paar Bilder da von der Yamaha Riding Akademie. Hey, ciao, tschüss, wink mal, tschüss. Tschüss. Tschüss.
Ja, habe ich ja noch was vergessen. Also ein paar Kilometer von da bin ich aufgewachsen, gerade da drüben in Zeltweg. Und das war auch die Rennstrecke, der alte Österreich-Ring, wo ich das erste Mal auf einer Rennstrecke gefahren bin, wo ich das Fieber und das Feuer entdeckt habe für mich vom Rennsport. Ja, und ich denke, es ist wirklich schön jetzt, dass ich das Ganze mit einem Lächeln im Gesicht dank meiner Familie abschließen kann, das Kapitel aktiver Rennsport. Ja, siehst du, jetzt bin ich schon wieder so. Alles gut. Und genau da, was angefangen hat, hört es wieder auf. Oh, we can be here.